Vor genau einer Woche verkündete die SPD das Aus der rot-grünen Koalition im Rathaus. Damit endete nach rund 2 Jahren die Zusammenarbeit zwischen den Grünen und der SPD. Doch noch immer steht die Frage im Raum, wie es zum Koalitionsbruch kommen konnte. Und das frage ich jetzt den Ratsfraktionsvorsitzenden der SPD, Lars Kehlich. Guten Tag, Herr Kehlich. Hallo. Ja, die rot-grüne Koalition im Rathaus ist geplatzt. Das haben Sie am letzten Montag bekannt gegeben. Herr Kehlich, warum ging die SPD denn diesen Schritt? Ja, wir befanden uns in wirklich sehr, sehr langen Verhandlungen. Also wochenlang ging es um das Verkehrskonzept für die Innenstadt. Das war aber, würde ich jetzt mal so sagen, eigentlich nur die Spitze des Eisberges. Es ist schon seit Monaten erkennbar, dass sich die beiden Fraktionen und auch die beiden Parteien wechselseitig blockiert haben bei verschiedenen Vorhaben. Und wenn man das feststellt und es nicht mehr vorangeht, dann ist es eher, also muss man sich auch ehrlich machen. Und das ehrlich machen heißt dann in dem Moment eben festzustellen, wir kommen hier nicht weiter. Es ist ein schwerer Schritt, muss man ganz ehrlich sagen, auch für uns ein schwerer Schritt gewesen, weil wir nicht erst seit 2021 zusammenarbeiten, sondern die rot-grüne Zusammenarbeit gibt es mit einigen kleineren Unterbrechungen seit den 80er Jahren. Und das ist schon eine Sache, die man nicht einfach so tut. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wer trägt denn die Schuld für das Aus dieses Zweierbündnisses? Ist es einmal, ja, sind es die Grünen oder doch eher Ihre Partei? Ja, ich weiß gar nicht, ob es richtig ist, nach Schuld zu suchen, sondern ich würde, glaube ich, eher davon ausgehen, dass sich die Profile der beiden Parteien sehr in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben. Das ist, muss ich natürlich anders beurteilen, als das vielleicht jemand von den Grünen beurteilen würde. Aus meiner Sicht jedenfalls handelt es sich bei dem, was die Grünen jetzt im Moment veranstaltet haben, in den letzten 1,5, 2 Jahren, zunehmend in eine Richtung, die kompromisslos ist, die relativ radikal ist auch, die wenig danach sucht, nach den Gemeinsamkeiten, sondern eher versucht, Dinge durchzudrücken. Und das ist relativ schwierig dann eben auch, weil wir eine ganz andere Haltung verkörpern, zum Teil eben auch für uns stärker das Soziale im Vordergrund steht und nicht so sehr, dass man versucht, sozusagen die Ziele mit aller Gewalt durchzudrücken. Also zum Beispiel denken wir an die Verkehrswende. Da sind wir eher der Auffassung, dass wir da mehr Leute mitnehmen müssen auf diesem Weg und nicht einfach verordnen können. Und da treffen schon zwei unterschiedliche Kulturen aufeinander, das würde ich schon so sehen. Mhm. Birgit Ohnei gab sich ja am Montag über das Scheitern der Koalition überrascht. In einem Brief habe er davon erfahren. Kam die Entscheidung, die Koalition zu verlassen, übereilt? Die kam, glaube ich, nicht übereilt. Und warum er überrascht ist, kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären, wenn man 10 Wochen lang erfolglos verhandelt und tatsächlich sich dann auch wechselseitig Forderungen immer wieder unterbreitet und nicht zueinander findet in den zentralen Dingen, dann ist das, glaube ich, nicht überraschend, dass man dann irgendwann sagt, okay, wir kommen hier jetzt nicht weiter. Von daher kann ich mir das eigentlich nicht erklären, wie das sozusagen von seiner Haltung heraus begründet ist, das kann ich auch nicht sagen. Wir haben es jedenfalls ordentlich gemacht, wir haben das überlegt. Wir haben es auch nicht über Nacht entschieden, sondern wir haben halt geguckt, wie laufen die Verhandlungen, insbesondere in der letzten Woche bei den zentralen Vorhaben für das Verkehrskonzept. Kommen wir da zueinander oder kommen wir überhaupt nicht zueinander? Ja, und dann mussten wir uns halt auch tief in die Augen schauen und mussten überlegen, geht das so weiter oder geht es nicht so weiter oder was schlagen wir jetzt den Parteigremien vor? Und dann fiel eben die Entscheidung, nein, wir gehen raus. Jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen schmunzeln, weil das gleich hört man ja auch aus dem Mund von Herrn Ohnei, der ja auch sagte, er kann das nicht so ganz nachvollziehen, beziehungsweise er versteht das nicht so ganz. Er sprach ja schon von einer guten Zusammenarbeit zwischen ihren Parteien und er sah ja auch keine unüberwindbare Differenzen zwischen ihnen. Also sehen Sie das komplett anders? Na, es gibt schon ein paar Dinge, die waren, glaube ich, so schwer mittlerweile oder so schwerwiegend, dass man sich wechselseitig so blockiert hat, dass es zu einem Stillstand gekommen wäre. Und das ist, glaube ich, tatsächlich schädlich in der jetzigen Phase. Wir kommen immer noch aus mehreren Krisen. Corona gerade vorbei. Wir sind immer noch in der Energiekrise als Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Und da kann man, glaube ich, nicht miteinander die ganze Zeit nur streiten über die Einzelthemen. Aber es ist da dann auch der richtige Schritt, ja, eine Koalition platzen zu lassen in diesen schweren Zeiten, wie Sie es gerade schon angesprochen haben? Wenn man zu der Erkenntnis gelangt, dass es in anderen Konstellationen, zum Beispiel stellen wir vor, wechselnde Mehrheiten, das ist das, wo wir jetzt uns das eigentlich vorstellen, dass man da schneller vorankommt als in der Koalition, dann ist das der richtige Schritt. Und wir sind zu der Erkenntnis gelangt, dass das so ist.
und dass wir tatsächlich so auch Dinge schneller voranbringen können, vielleicht auch Entscheidungen schneller treffen können. Ist es dann im Bund nicht genauso? Ich meine, die Ampel hat das Bündnis kommt ja auch nicht so wirklich voran. Da gibt es ja auch nur sehr viel Streit. Also wäre es da vielleicht auch schlauer, eher zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter und dann lieber Neuwahlen? Ich stecke zu wenig in den Dingen drin, die jetzt im Bund verhandelt werden. Von daher ist das schwierig, das von außen zu beurteilen. Da müssten Sie eher einen Bundespolitiker fragen. Aber hier für Hannover kann ich das eindeutig sagen, dass es so ist. Wenn man sich über Monate auch bei wichtigen Dingen wechselseitig blockiert, wenn Dinge zum Beispiel vom Oberbürgermeister im Alleingang vorgestellt werden, das ist ja nicht nur das Verkehrskonzept, sondern auch die kommunale Wärmeplanung, da waren wir nicht eingebunden und wir sind immerhin der Koalitionspartner seit Jahrzehnten, dann ist das eine Sache auch des Vertrauens. Und wenn dieses Vertrauen nicht mehr da ist, dann muss man nicht so tun, als gäbe es das noch, sondern dann muss man eben an der Stelle auch die Konsequenzen ziehen. Einer der Hauptgründe war ja dieses Innenstadtkonzept von dem Oberbürgermeister. Jetzt muss man ja aber auch sagen, dass auch Ihre Partei nicht ganz abgeneigt war von diesen Ideen. Wieso kam es denn jetzt aber wirklich zu diesem Sinneswandel? Also sind Sie immer noch für eine autofreie Innenstadt oder eher doch nicht? Wir waren nie für eine autofreie Innenstadt. Wir haben aber natürlich konzeptionell auch eine Grundlage gelegt mit unserem Konzept Hannover Future City, wo wir gesagt haben, natürlich können wir uns vorstellen, dass die Fußgängerzonen an einigen Stellen erweitert werden, dass man dort auch das Parken rausnimmt, dass man eher auf die Parkhäuser zielt, dass man versucht, den öffentlichen Raum zu beleben und attraktiver zu gestalten. Da gibt es keinen Dissens. Aber einen Dissens gibt es in der Radikalität und insbesondere in dem Thema Beteiligung. Also uns ist sehr wichtig, dass man eben eine breitere Beteiligung macht und nicht diesen Innenstadtdialog, der sozusagen eher per Zoom stattgefunden hat in der Corona-Zeit. Und dann nochmal so ein paar Experimentierräume, wo man 900 Fragebögen eingesammelt hat, das reicht nicht als Beteiligung aus. Sondern da muss man die Stadt auch mitnehmen. Immerhin hat unsere Innenstadt einen Einzugsradius von 100 Kilometern. Und da kann man nicht so einfach drüber hinweggehen. Das ist jedenfalls unsere Auffassung. Das beurteilen die Grünen anders. Im Rat wird es ja jetzt auf wechselnde Mehrheiten drauf ankommen. Glauben Sie, dass dadurch die Politik ja handlungsfähiger wird? Ich glaube, dass die Politik auf jeden Fall interessanter wird und dass es mit Sicherheit auch an manchen Stellen schneller vorangeht und dass alle sich ein bisschen bewegen können und auch werden. Weil letzten Endes ist es ja immer, wenn es ein Mehrheitsbündnis gibt und eine Opposition, ist das so ein bisschen auch, kann das auch die Gefahr bergen, dass es so in so eine Art Lethargie geht. Und diese Lethargie bedeutet dann eben, da gibt es immer das Bündnis, das kümmert sich schon um alles und die Opposition wartet da drauf und kommentiert dann eben. Also es gibt so Rituale, die sich eingespielt haben. Jetzt sind alle stärker in der Verantwortung. Und alle stärker in der Verantwortung heißt eben auch, dass man sich da vielleicht wechselseitig stärker aufeinander zubewegt. Werden Sie Herrn Ohnei weiter unterstützen? Das kommt drauf an, was für Vorhaben er präsentiert. Und natürlich auch, wie er uns einbindet. Also das ist alles abhängig davon, was für Inhalte es dort gibt. Weil wir sind ja auch nicht im luftleeren Raum, sondern wir haben auch als SPD natürlich bestimmte Inhalte, die wir vertreten. Wenn die vertreten werden, wenn die da auch mit drin vorkommen, natürlich machen wir das mit. Das hat man auch schon in der Ratsversammlung letzte Woche gesehen. Da gab es auch Vorhaben, die wir auch immer noch mit rot-grüner Mehrheit beschlossen haben. Herr Kehlich, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.